Ich kann früh anfangen. Ich komme aus Kiel und ich habe noch eine Schwester und ich bin die ältere von den beiden und ich bin sehr behütet aufgewachsen, habe eine sehr ruhige und beschützte Kindheit eigentlich gehabt und bin mit 18 auch von zu Hause weggegangen nach dem Abitur, habe in Göttingen studiert und habe dann nochmal andere Welten entdeckt und war in Göttingen mit meinem Mathematik-Physik-Studium nicht zufrieden. Und habe dann geguckt, was könnte ich noch machen und wollte gerne Bibliothekarin werden. Und dann gab es die Möglichkeit in Hamburg oder in Berlin. Und dann dachte ich, nee, Hamburg ist mir zu nah an Kiel. Ich will irgendwie was Neues, was anderes. Ich hatte immer viel gelesen und viel auch so Exilliteratur oder Großstadtliteratur. Und ich fand einfach Berlin unheimlich spannend und dachte, gut, dann gehe ich nach Berlin. Und habe da auch einen Studienplatz bekommen und hatte hier eine Großtante, die in Tempelhof gewohnt hat, in so einem Altbau, in so einer Altbauwohnung mit kaltem Wasser und ich fand es wahnsinnig anders als das, wie ich aufgewachsen bin. Und es hat mir unglaublich gut gefallen, dass ich irgendwie nochmal eine andere Welt erleben konnte. Das fing schon an in dieser großen Altbauwohnung von Tante Bertha. Also ich bin auch mit 15 Mal in Berlin kurz gewesen und dachte, in dieser Stadt möchte ich gerne leben. Und Kiel war mir immer zu klein und zu eng und zu provinziell und obwohl es ja Landeshauptstadt ist von Schleswig-Holstein, aber für mich war immer Berlin so ein Sehnsuchtsort. Und dann bin ich nach Berlin gekommen und dann wurde ich auch, was mir in Kiel nicht so gelungen ist, aber in Berlin ziemlich schnell politisiert. Ich bin 76 nach Berlin gekommen und das war ja dann so eine Zeit, wo man auch an der Uni irgendwie sehr viel Karl Marx gelesen hat. Ich war da in so einer Kapitallesegruppe und habe viel an politischen Aktionen teilgenommen, Demonstrationen und so weiter und so fort. Also Berlin hat mir wirklich noch eine ganz andere, eine politischere Welt eröffnet. So. Und dann bin ich in das, was ja damals auch war so Volkstanz und deutsche Lieder, also Lieder der Revolution von 1848 und so. Ich war immer mit Musik und Tanz beschäftigt. Das waren irgendwie meine Hobbys sozusagen. Und war ich in so einer noch damals Hetero-Gruppe, die sich auch sehr als politisch verstand, auf Demonstrationen irgendwie mitlief und tanzte und machte. Und also, so kann das gar nicht so lange her irgendwie. Jedenfalls war das für mich eine sehr bewegte Zeit am Anfang in Berlin und dann habe ich irgendwann entdeckt, dass ich Frauen einfach spannender finde als Männer, nach mehreren Beziehungen mit Männern. Aber mir war schon in Kiel damals klar, so schnell, also heiraten will ich eigentlich nicht, Kinder kriegen war irgendwie auch nicht so mein Thema. Und da hatte ich in Berlin den Freiraum, irgendwie anders zu sein, als ich aufgewachsen bin. Das hat mich sehr beeindruckt und dann bin ich relativ schnell habe ich dann auch gesucht nach Frauenzusammenhängen und da gab es ja in Berlin damals unheimlich viele. Es gab diverse Lokale, man fängt ja erstmal mit Festen und Lokalitäten und Tanzen oder ich habe damit angefangen. Ich bin dann auch sehr schnell gelandet bei Lärm und Lust. Das war ein Frauenmusikverein in Kreuzberg, da haben sich Lesben zusammengetan und haben dort eine Etage aufgemacht, wo Frauen eben Frauenbands gründen konnten. Das war ja was Besonderes, weil sonst waren es ja immer Männer und da gab es nur eine Sängerin. Aber Frauen wollten halt auch Bass spielen und so. Und da war ich recht aktiv bei Lärm und Lust, habe nicht nur in der Samba-Gruppe gespielt, da waren wir dann auf allen bei Purgisnacht-Demos und das war ja auch die Zeit der Hausbesetzung. Dann war ich relativ nah dran. Ich habe mich selber mitbesetzt, aber habe mit Freunden zusammen viel diskutiert und wir haben geguckt, die Besetzung der Schokofabrik in Kreuzberg. Und dann bin ich über meine Tanzzusammenhänge auch nochmal an so eine Tanzgruppe geraten, die dann, als ich dort gelandet bin, sich auch rausstellte, die aus lauter Lesben bestand. Also ich war sozusagen energetisch bei den Dingen, die ich so machte, habe ich mich immer ziemlich schnell bei Lesben wiedergefunden. So, ich hatte damals lange Haare und einen Rock. Das war im Anfang der 80er Jahre ja auch nicht so richtig PC, aber ich hatte irgendwie keine Probleme damit. Also mir hat es nichts gemacht, den anderen irgendwie auch nicht. Ich
hatte meine Rollen dann dort gefunden. Ich habe viel Musik gemacht und wir haben viel, wir waren viel auf Demonstrationen und da haben eben diskutiert oder Gruppen gebildet und sind gemeinsam nach Brockdorf gefahren oder nach Bonn zu der Friedensdemo und so Sachen. Das waren sehr bewegte 80er Jahre und 1986 kam dann die Anfrage, da war die Schokofabrik in Kreuzberg, dieses von Frauen besetzte Haus, soweit, da gab es eine Sportetage und in dieser Sportetage gab es natürlich Selbstverteidigungskurse, das war ja damals sozusagen auch das erste, wo mit Frau anfing. Und da waren Kapazitäten frei und dann wurde ich und noch andere aus unserer Tanzgruppe gefragt, ob wir nicht wollen, ob wir da nicht Tanzkurse anbieten wollen. Und wir fingen an mit Standard-Tanzkursen, weil uns das Freude gemacht hat. Walzer, Foxtrot, Rumba, Samba, Cha-Cha-Cha, Tango. War ja auch nicht so PC in manchen Gruppierungen damals, aber da hatte ich nicht so, das hat mich immer nicht so beeindruckt, wenn mir die Dinge Spaß gemacht haben oder wenn mir was Freude gemacht hat, habe ich das auch irgendwie angefangen. So. Und ich war immer sehr in diesem Frauen-Kulturbereich, der war immer mein großes Thema. Also gearbeitet habe ich dann, ich habe eine Ausbildung gemacht als Bibliothekarin und dann als Musikbibliothekarin. Ich habe also in Berlin in einer Musikbibliothek gearbeitet, da gibt es Noten, Bücher und Tonträger. Das war sozusagen mein Grundberuf und in meiner Freizeit bin ich dann habe versucht, mit Frauen irgendwie Musik zu machen, Bands zu gründen oder zu unterstützen und eben auch zu tanzen. Und 1986, wie gesagt, haben wir mit unseren Tanzkursen dann angefangen in der Schokofabrik und wir haben uns selber gewundert, was wir für Zulauf hatten. Es kamen unendlich viele Frauen, die Standard tanzen lernen wollten. Und wir hatten vorher mal versucht, also wir selber haben es gelernt von einem Ehepaar, die mal Turnier getanzt hatten und die keine Berührungsängste hatten mit so einer Lesbengruppe. Wir hatten dann mal versucht, in so Tanzschulen umzutelefonieren und nochmal was anderes zu lernen und nochmal andere Lehrer zu haben. Und da habe ich dann so komische Antworten gekriegt wie, ich gehöre auch einer sexuellen Randgruppe an, aber das lasse ich nicht so raushängen. Oder wir können Ihnen ja Herren besorgen, Sie können gerne kommen, aber wir besorgen Ihnen dann Herren, mit denen Sie tanzen können. Oder das wollen wir unserem Klientel nicht zumuten. Also Mitte der 80er Jahre in Berlin war es nicht möglich, als lesbisches Paar in irgendeiner Tanzschule tanzen zu lernen. Von daher war das eigentlich ziemlich revolutionär, dass wir damit damals in der Schokofabrik eben angefangen haben. Parallel dazu ist ja auch dieses Haus besetzt worden, oder also ungefähr in der ähnlichen Zeit ist ja hier, denke ich, wird in den anderen Interviews mit Manu und Barbara sicher nochmal sehr deutlich, die haben das ja hier aufgebaut. Und 1986 hat dann hier die Begine eröffnet in diesem Haus. Also Frau in West-Berlin kannte sich ja so ein bisschen aus in der Szene, ging an verschiedene Orte und dann war klar, in der Begine wird ein Frauencafé eröffnet. Das war natürlich nochmal was Neues, weil die Lokalitäten, die es vorher gab, das gab ja so Diskotheken, in die Lesbe nachts gehen konnte. Da gab es einmal das Lokal Die 2 hier an der Motzstraße, Ecke Martin-Luther-Straße ist es gewesen. Und da gingen sozusagen die feministischen Lesben hin. Und da gab es ein Stückchen weiter in der Kalbkreuzstraße, in der Nähe da an der Motzstraße, das Puel. Da gingen sozusagen die sich nicht politisch Verstehenden hin. Das war dann so eine Lokalität mit, man musste klingeln. Und dann wurde die Tür geöffnet und wenn dann eine reinkam, drehten sich erstmal alle um und dann wurde geguckt, welche sind hier neu und so. Und meine derzeitige Freundin sagte auch, als ich das erste Mal da drin war, habe ich erstmal Klaps auf den Po gekriegt. Also das war es nicht so. Also so schieden sich dann auch die Szenen. Das wird ja heute nicht so viel anders sein. Manche von den jungen Frauen, wenn die in die Begine kommen, werden wahrscheinlich keinen Klaps auf den Po kriegen, aber trotzdem finden, dass hier der Verhaltenskodex einfach ganz anderer ist.
als in den, an den Orten, wo sie hingehen. So, das ist natürlich so, liegt ein bisschen in der Natur der Sache. Ja, also hieß es damals in der Potsdamer Straße, in dem Haus machte ein Café auf. Das hat damals eine Herrin Jonka, eine eigentlich Religionspädagogin oder Theologin oder irgendwie so, aufgemacht. Und die hat diesen Namen Begine gefunden. Ich weiß nicht, ob das schon aufkam. Die Beginen waren ja eigentlich nicht religiös gebundene, aber eben Frauen, die in Gemeinschaften leben wollten. Und in einer Zeit, wo es gar nicht ging, ohne Religion zu leben, von daher war es schon sehr aufregend, dass die diese Gemeinschaften bilden konnten. Es gab ja sehr viele Beginen auch. Ja, so bekam das Café den Namen Begine und er ist uns glücklicherweise erhalten geblieben über die viele, viele Zeit. Und ja, ich hatte davon gehört, ich bin bei dem eigentlichen Eröffnungsfest leider nicht gewesen, aber war dann relativ schnell da und habe aber von Freundinnen gehört, nach dem Eröffnungsfest, oh, da gibt es keine Wände zwischen den Toiletten. Das ist natürlich was, da haben wir dann darüber gesprochen, ob das wohl gewollt ist. Soweit ich mich erinnern kann, ist es jetzt von der Begine auch von da, ist es einfach nicht fertig geworden. Aber es hätte damals sein können, dass Frau sagt, wir wollen alles kollektiv, wir brauchen keine Wände zwischen den Toiletten. Das war sozusagen meine erste Erinnerung irgendwie. Ja, und dann bin ich aber hier irgendwann auch angekommen und habe voller Begeisterung an allen möglichen Veranstaltungen teilgenommen, weil das einfach auch nochmal neu und anders war. Also ich war ja sonst auch unglaublich gerne bei Konzerten, die von reinen Frauenbands irgendwie gemacht wurden. Da war es dann manchmal schwierig, irgendwie Orte für zu finden. Ja, das gab es bei Lärm und Lust, aber hier gab es natürlich noch mehr Kultur. Also es gab viel Musik, es gab viel Konzerte, man konnte viele Frauen hören und erleben. Es gab aber natürlich eben auch die ganzen anderen kulturellen Angebote und Gesprächsgruppen und also das war schon ein großer kultureller Zugewinn. So, also ja, ich habe dann auch, in dieser Zeit Tagebuch geschrieben und habe irgendwie Jahre später nochmal so eine Eintragung gefunden. Als ich mal Solo war, habe ich so eine Eintragung gefunden, meine Freundin, die sollte die und die Eigenschaften haben und eine davon war, sie sollte gerne mit mir in die Begine zur Veranstaltung gehen. Also für mich war das irgendwie ein wichtiger Ort. So. Und dann war ich aber schon mehr in Kreuzberg, also in der Schokofabrik und bei Lärm und Lust und mit meinen Aktivitäten und habe aber festgestellt, dass es an der TU einen Studiengang gibt, der nannte sich Feministische Bildung. Und die Professorin Christina Türmer-Rohr war sozusagen die Person, die war ja damals auch eine ganz, ganz wichtige für die Frauenbewegung der Zeit, hat diverse provokante Thesen irgendwie in Büchern veröffentlicht, wurde viel diskutiert und ich habe immer gedacht, ja, das war Fachbereich Erziehungswissenschaften und man konnte dort Sozialpädagogik studieren. Als mit einem Hochschulabschluss. Also du konntest ja Sozialpädagogin werden mit einem Fachhochschulabschluss oder mit einem Hochschulabschluss. Und ich hatte ja mit meiner Musikbibliothekarin einen Fachhochschulabschluss, hatte aber ja Abitur und dachte immer, ach eigentlich habe ich viele, ich hatte viele Freundinnen, die an Unis studiert haben, habe die auch irgendwie beneidet und habe dann festgestellt in meinen Tanzkursen, alle Frauen, die ich irgendwie interessant finde, kommen eigentlich irgendwie von diesem Fachbereich, die studieren da. Und das ist so, eine Dinge brauchen ja ein bisschen Zeit. Also ich hatte ja einen Beruf, ich konnte mich ernähren, es ging. Und ich habe dann meine musikbibliothekarische Stelle auf eine halbe Stelle reduziert, weil diese Tanzkurse immer mehr wurden. Weil also immer mehr Frauen kamen und wir haben irgendwie immer mehr Kurse gemacht. Das war echt eine Lücke oder so ein Zeitgeist. So. Und dann habe ich mich angefreundet mit diversen Studenten von diesem Fachbereich und dann habe ich gedacht, okay, vielleicht sollte ich es doch auch nochmal probieren. Und dann habe ich mir das dort angeguckt und es ist wirklich ein Studiengang auch gewesen, der
Für Ältere ist, wann habe ich denn angefangen zu studieren? Ich glaube 35 oder so, 91, ja, da war ich 35. So, da habe ich dann sozusagen nochmal an der TU dieses Studium bekommen. Das war für mich nochmal total wichtig, dieses feministische Grundgerüst, diese Theorie, die ich immer wieder, ich habe ja viel gelesen auch und hatte viel diskutiert, habe diese Grundstrukturen von Hierarchiefreiheit, hatte ich natürlich schon, das war sozusagen schon mein Gesellschaftsbild, wie ich die Gesellschaft gerne haben wollte. Und das habe ich ja auch schon versucht in meinen Tanzkursen alles irgendwie zu vermitteln. Aber über dieses Studium, wir haben 86 angefangen mit den Tanzkursen, 91 habe ich mit dem Studium angefangen. Und das war richtig klasse. Biggie und ich haben das Ganze nochmal, also ich habe da studiert, aber man diskutiert ja über alles und auch bei den Dingen, die wir unterrichtet haben. Da haben wir erst nochmal gemerkt oder das nochmal theoretisch untermauern können, wie wir unterrichten und was daran einfach diese Ideen von Hierarchiefreiheit und von Gleichheit oder von Achten auf Lebenssituationen, in denen Frauen sind, nochmal ganz besonders. Oder dieses Spezielle, was passiert, wenn nur Frauen in einem Raum sind und sowas wie Tanzen miteinander machen. Du hast ja den Paartanz eigentlich als, es ist ja eine bürgerliche Form. Der Paartanz ist ja aufgekommen mit der bürgerlichen Gesellschaft. In dem Moment, wo jeder Mann seine einzelne Frau hatte, entstand auch dieser Paartanz. Ne? Vorher waren es halt Gruppentänze, die auf die Monarchie ausgerichtet, auf den König ausgerichtet waren. Und als dann sozusagen die bürgerliche Gesellschaft entstand, fing auch das mit dem Walzer und diesen Paartänzen an. Und dass wir diese Paarfixierung auch in unseren Kursen aufgelöst haben, indem wir gesagt haben, kommt einfach auch alleine, ihr müsst nicht als Paar kommen. Das ist ja heute auch in fast jeder Tanzschule so. Man muss sich paarweise anmelden, man muss eine Tanzpartnerin mitbringen. Und wir haben gesagt, nee, jede kann alleine kommen und jede kann in Gruppen kommen. Und dann, man kann schön als Paar tanzen, aber das muss ja nicht immer die eine sein oder immer die gleiche. Und für das Miteinander und für das Erleben, wie man sich in Kommunikation miteinander auch gleichwertig erleben kann, ist es sowieso viel besser. Man wechselt auch mal eine Partnerin und vor allen Dingen, man wechselt die Rolle. Das waren sozusagen unsere Grundmuster auch. Keine wurde gezwungen, das gehört ja auch dazu, dass du keine dazu zwingen darfst. Aber wir haben versucht, sehr viel geschickte Angebote zu machen und es war auch oft sehr erfolgreich, dass wir zum Beispiel sowas, wenn eine ungerade Anzahl von Frauen im Raum ist, setzt nach jeder Musik eine andere aus. Dadurch sitzt immer nur eine und nur das eine Musikstück. Sonst ist es so, wenn welche paarweise kommen und die eine kommt ohne Tanzpartnerin, dann wird immer eingewechselt. Dann bleibt die eine sozusagen, wechselt immer mit einer anderen und hat irgendwie das Gefühl, ich bin hier zu viel oder irgendwas. Dadurch, dass wir aber von vornherein immer sagen, wir sind hier eine Gruppe und wir lernen auch alles erstmal im Kreis, fassen uns alle an und wir lernen noch nicht, welcher Schritt für welche Rolle, sondern wir machen erstmal alles gemeinsam, weil Tanzen miteinander soll ja erstmal Spaß bringen und dann erklärt man irgendwann, das ist für die Rolle und für die und dann bietet man an, jetzt könnt ihr auch mal die Rolle wechseln. Dadurch hast du einen ganz viel größeren Fluss und eine viel mehr dieses jede kann ihre Möglichkeiten mehr ausdehnen. Weißt du? Normalerweise kommen Frauen mit so einem, ich habe ein inneres Bild, ich führe oder ich lasse mich führen und wenn sie paarweise kommen oder ein Liebespaar sind, dann diskutieren sie das auch meistens vorher aus, damit sie auf der sicheren Seite sind. Und wenn sie so kommen, das dürfen sie natürlich, und wenn eine sagt, aus körperlichen Gründen oder was, ich weiß nicht, ich will mit niemand anders tanzen, ist das natürlich auch okay, aber viele trauen sich manche Sachen nicht zu machen und wenn man ihnen so einen Raum bietet, dann geht es einfach. Und ich glaube, dass wir da wirklich einen sehr feministischen Ansatz haben, noch. Und ich habe dann das große Glück gehabt, nicht bei Christina Tömer-Rohr, die ist intellektuell sehr beeindruckend, aber menschlich nicht ganz einfach. Und ich hatte eine Christine Holzkomp und Astrid Albrecht-Heide, zwei Professorinnen, die haben dann von mir meine Diplomarbeit abgenommen. Und ich habe eine Diplomarbeit geschrieben, alles dreht sich.
feministische Paartanzkultur im Spannungsfeld zwischen Bürgerlichkeit und subversiver Praxis. Und für diese Arbeit, ja, die liegt hier unten, für diese Arbeit haben Biggi und ich natürlich, ich glaube, 2 Jahre oder so, alles durchdiskutiert. Dann haben wir Forschungstagebücher geschrieben und haben irgendwie versucht, das, was wir da machen, so ein bisschen festzuhalten und festzugießen sozusagen. Um, ja, weil es wirklich was Neues ist und was Tolles ist, war oder war damals und heute immer noch ist. So. Ja, das war mein Studium, das habe ich dann beendet als 2000 und hatte in einem meiner Tanzkurse eine Frau, Gerhild Vollherbst, die hat dort in dieser Tanzgruppe eigentlich eine Kleingruppe gefunden, die waren zu fünft. Das war irgendwie auch total nett, weil das genau unserem Konzept auch entsprach. Wir sagten auch, ihr müsst nicht nur paarweise kommen, es gibt auch Tänze, da kann man auch mal zu dritt tanzen oder zu viert oder zu fünft. Also wir haben auch so eine Sachen angeboten und die waren so als Fünfergruppe und wechselten freudig hin und her und irgendwas. Und Gerhild hat damals in der Begine gearbeitet. Die hatte hier in der Begine die Stelle. So. Und während meines Studiums sagte ich irgendwie zu ihr, ach Gerhild, wenn ich fertig bin, könnte ich eigentlich bei dir Praktikum machen. Die ist 10 Jahre jünger als ich, die war völlig erschrocken. Ich habe sie gerade letztens nochmal gesprochen und da sagte sie, huch, das hat mich irgendwie verblüfft, dass du bei mir Praktikum machen wolltest. Sag ich, ja, ich kann vieles, ich habe viel erlebt, ich habe viel gemacht in meinem Leben, aber wie es in der Begine hinter den Kulissen läuft, das weiß ich nicht so genau. Vor den Kulissen war ich viel, aber hinter den Kulissen, das weiß ich nicht so genau. Und ich habe zwar dann einen Abschluss als Diplom-Sozialpädagogin, aber ich würde gerne im kulturellen Bereich. Ich wollte nicht in Frauenhaus oder Suchtbereich oder so, das wollte ich nicht. Ich wollte gerne weiter in der Kultur was machen. Und dann sagte Gerhild, naja, dann komm, wenn du meinst. So. Ja, und dann kam ich hier an und da war das Büro, glaube ich, sogar noch in diesem Raum hier. Es hat ein paar Mal gewechselt alles. Und mein Vater lebt nicht mehr, der ist jetzt schon 10 Jahre tot, meine Mutter wird demnächst 90. Als ich meiner Mutter erzählt habe, dass ich mich in eine Frau verliebt habe, hat sie als erstes, fing sie an zu weinen und sagte, ich möchte ja noch Enkelkinder. Das hat sich dann am nächsten Tag aber gelegt zum Glück und sie hat mich in den Arm genommen und hat gesagt, ich habe dich lieb. Und meine Großmutter, die war auch da, das war klassisch, sowas habe ich dann Weihnachten erzählt. Meine Großmutter sagte, ach Kind, nimm es als Begegnung. Die war also ganz weise. Meine Mutter, ich habe Kontakt zu meiner Familie, es gibt die Mutter, die Schwester, die leben noch, die anderen sind alle gestorben. Ich hatte es leicht, ich habe ja gesagt, ich komme aus einer behüteten Familie, ich komme aus einer liberalen Familie, wieso, also es ist immer, jeder soll nach seiner Fassung selig werden. Das war unterschiedlich ausgeprägt. Meine Mutter hat mich gelassen, aber sagte, na, Berlin ist dafür zuständig, verantwortlich, dass du lesbisch geworden bist. Meine Tante, die war sehr offen. Meine Tante und die Schwester meiner Mutter, die hat mich nach allen Freundinnen immer ausgefragt und die kam ich in Berlin besuchen und die war schon, ich glaube, die war schon 80 oder so, da kam sie nochmal auf den Abschlussball in die Schoko und blieb bis zum Ende und hat mit uns aufgeräumt. Und also so, und meine Schwester, die ist ja jünger als ich, die war noch, die war schon in Kiel zu Schulzeiten aufmüpfiger als mich, als ich und schon links und radikal. Die hat selber in Kiel auch wirklich Häuser besetzt, da ging sie noch zur Schule. Und als ich dann sagte, ich habe mich in eine Frau verliebt und ich bin lesbisch, sagte sie, endlich hast du auch mal einen Makel. Das hat sozusagen meiner Schwester auch noch näher gebracht. Das war irgendwie ganz gut so. Ja, also von daher habe ich da, ich habe in der Familie da nicht so eine Schwierigkeit.
Also was bei mir noch, es gibt noch eine andere Geschichte. Ich habe dann im Studium natürlich diese starke Kritik an der Paarkonstellation, diese starke Kritik an dem Konstrukt Ehe auch. Ich habe auch eine Prüfung gemacht über die Homo-Ehe, weil ich fand, ich brauche nicht als Lesbe dieselben Privilegien. Ich will das Ehegattensplitting lieber weghaben als so das Heiraten und ich will nie heiraten und so. Ich muss dann gestehen, mit dem Älterwerden hat sich da was verändert. Und ich bin seit 20 Jahren mit einer Frau zusammen, in die ich mich verliebt habe und die Kinder hat. Die hat drei Kinder und die sind jetzt schon alle über 30 und ihre älteste Tochter hat auch schon zwei Kinder. Das heißt, ich habe zwei Enkelinnen. Es gibt eine Dreijährige und eine Fünfjährige, mit denen ich gerade im Urlaub war und die zu mir Oma sagen. Es ist einfach eine Veränderung. So. Und ich muss dann auch ehrlicherweise nochmal dazu sagen, ich habe ein ganz, ganz großes Glück gehabt. Und ich glaube, es haben aber einige Frauen in der Frauenbewegung dieses, ich habe einen Vater gehabt, der Unternehmer war. Und ich wohne in einer Eigentumswohnung, die mir von meinen Eltern quasi von meinem Vater finanziert wurde. Als der starb, meine Schwester und ich sein Haus verkauft und wir haben noch was geerbt. Und ich konnte eine Eigentumswohnung kaufen, in der ich jetzt mit meiner Lebensgefährtin auch wohne. Und mein Vater hatte mir auch nach der Wende schon mal Geld gegeben für eine Eigentumswohnung. Ich besitze noch eine zweite Eigentumswohnung. In der wohnt Biggie, meine Tanzpartnerin, und zahlt sozusagen eine geringe Miete. Also nur das, was diese Wohnung braucht, um sie überhaupt halten zu können. Und dieses Konstrukt, weil wir beide nicht viel Miete zahlen, ermöglicht uns, Donna Danzer über so einen langen Zeitraum gehalten zu haben. Das muss man einfach nochmal sagen. Wir können von dem Geld, wir konnten immer davon leben, aber wir konnten keine große Rente damit aufbauen. Und das ist was ich zum Beispiel auch weiß von, es gab hier in Berlin mal einen Frauenbuchladen, Lilith hieß der, und diese Frauen haben auch gesagt, wir haben da eine Wohnung geerbt, die haben wir sozusagen in diesen Buchladen gesteckt, weil unser Engagement sollte sein, dass Frauen Bücher und eben auch Frauenbücher, Lesbenbücher bekommen können. Also ich glaube, dass da so einiges auch an Geld, an Erbe in solchen Dingen gelandet ist. Das muss man auch nochmal sagen. Ein Großteil dieser Frauen, die in den Projekten arbeiten, werden entweder wenig Rente kriegen oder haben dann vielleicht das Glück, dass es noch andere Finanzierungsmaßnahmen gibt. Das weiß man ja immer nicht so genau, wie Frau sich so finanziert. Aber das ist eine Sache, die, wo ich sagen musste, danke Papa, sage ich dann immer zu meinem Vater, du hast der Frauenbewegung in Berlin auch einen Dienst erwiesen, dass wir eine bestimmte Szene auch schaffen konnten.